Leute, ich wollte für euch den einen Hero finden. Aber sogar Albert Einstein brauchte für seine Relativitätstheorie das Wissen von Carl Friedrich Gauss, der sich wiederum am Wissen von einem griechischen Philosophen bediente. Was sagt uns das? Der größte Held der Welt ist nicht der einzelne Wissenschaftler, sondern die Wissenschaft an sich. Wieso, erklärt sie uns selbst. Ich versuche stets, das Menschenleben zu verbessern. Sei es, wenn ich euch durch E-Roller, Fahrrad und Co. sicher von A nach B bringe oder durch die Medizintechnik euer Leben verlängere. Durch mich werden Grenzen überwunden. Menschen aus aller Welt arbeiten zusammen für einen größeren Zweck. Ein gutes Beispiel dafür ist die Internationale Raumstation, in der Astronauten ein gemeinsames Ziel verfolgen und dadurch dieselbe Sprache sprechen. Ich bringe euch zum Staunen und fasziniere euch. Und das mache ich nicht nur hiermit, sondern auch hiermit. Kann ich noch ein Selfie mit dir? Na klar. Nochmal zusammengefasst. Für uns ist die Wissenschaft an sich der Hero, weil sie alle Superkräfte hat. Sie verbessert Menschenleben, sie überwindet Grenzen und sie bringt Menschen zum Staunen. Seht ihr das auch so? Kommentiert mit